Servus zusammen. Wer hat an Ostern bei dem schönen Wetter schon Lust, sich lange in die Küche zu stellen? Die Zeiten sind vorbei. Mein Vorschlag? Bestellen, reinschieben, fertig. Ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier und ich stelle euch heute unser Lammlässig-Gelinggarantie-Paket vor. Wenn ihr bei uns ein Lammlässig-Gelinggarantie-Paket bestellt, schauen wir erst einmal, was auf euch wartet. Wir haben zwei verschiedene Pakete, einmal Lammschulter und einmal Lammkeule. Hier sind die Exemplare heute kleiner, das ist nur zum Zeigen heute, aber ihr müsst bei einer Lammschulter ca. 2 bis 3 Portionen rechnen, vielleicht werden teilweise sogar 4 kleine Esser in einem mehrgängigen Menü satt und bei der Lammkeule auf jeden Fall 5, eigentlich sogar 6 bis 7 Esser bekommt ihr damit auf jeden Fall satt. Ihr habt auch immer eine hausgemachte Lammsoße, die wir gezogen haben aus den Lammknochen, mit dabei. Und jetzt fangen wir einfach damit an, legen los und ich zeige euch, wie einfach so ein vorgegarter Lammbraten von uns zuzubereiten ist. Und ein paar geile Beilagen auch noch mit dabei. So, wir nehmen diesen Beutel mit dem vorgegarten Lamm, schneiden den vorsichtig auf. Schüttet bitte den Bratsatz in dem Beutel nicht weg, den brauchen wir. Den sammelt ihr in einem Topf. Dann können wir das Ganze rausnehmen. So, die Lammschulter ist gerollt. Die Soße können wir jetzt auch vorher noch in die andere Soße mit reingeben. Ich empfehle euch jetzt, bevor ihr das Ganze in den Ofen gebt, jetzt ist es noch kalt, schneiden wir diese Bindfäden auf. Da unser Lamm schon gegart ist, bleibt es auch nach dem Übergrillen noch schön konsistent. Und ihr habt danach die Flusen nicht drinnen. Das Lamm kommt schon fertig gewürzt, also im Beutel haben wir praktisch schon die Gewürze mit reingegeben. Und ihr müsst das Ganze wirklich nur noch überkrusten. Es ist alles schon abgeschmeckt. Ich habe euch jetzt, damit ihr das heute auch seht, eine Lammschulter einmal rosa gebraten, so wie die Keule kommen wird, und eine Lammschulter durchgegart, wie normal die Schulter auch zu euch kommen wird im Lammlässig-Gelinggarantie-Paket. So. Jetzt haben wir das Ganze praktisch rausgenommen. Jetzt müssen wir unseren Ofen vorheizen, erstmal auf 100 Grad oder auch unseren Grill auf etwa 120 bis 140 Grad indirekte Hitze. Und dann geben wir das rein, erstmal eine Viertelstunde temperieren lassen. In der Zwischenzeit bereiten wir dann unseren Kartoffelgratin vor. Der kommt dann damit rein, wenn wir unser Lamm dann in der zweiten Phase überkrusten, bei ungefähr 180 Grad im Ofen oder 200 bis 220 Grad im Grill. Ich habe hier ein paar festkochende Kartoffeln. Die sind schon vorgegart. Die schneide ich jetzt in relativ dicke Scheiben. Ich habe hier eine feuerfeste Form. Dann brauche ich hier ein bisschen Butter. Als nächstes brauchen wir ein bisschen oder eine kleine Schalotte jetzt für diese 2 Portionen. Dann brauchen wir hier Sahne dazu. Salz. Und wichtig, Muskat.
Dann schütten wir das Ganze über unsere Kartoffeln. Zum Schluss noch Käse drüber. Aber auch da auch nicht zu sehr sparen. Schön drauf damit. So, jetzt können wir den Ofen oder Grill hochstellen, geben unseren Kartoffelgratin mit rein und dann wird gleich beides zusammen fertig sein. In der Zwischenzeit haben wir noch genug Zeit, uns noch ein paar schöne Bohnen dazu zu machen. So, Temperatur hochstellen, jetzt dann noch ungefähr 15 bis 20 Minuten bei den 180 Grad im Ofen oder 200 bis 220 Grad auf dem Grill, immer bei indirekter Hitze. Ich habe ein paar schöne Brechbohnen besorgt. Die müssen wir jetzt noch ein bisschen putzen. Die Bohnen werden jetzt kurz blanchiert. Die Bohnen müssen etwa 3 bis 5 Minuten köcheln. Die nehmen wir jetzt runter. Stellen danach gleich unsere Pfanne wieder drauf. Die werden jetzt abgeschüttet, unsere Bohnen. Dann habe ich ein bisschen Bacon besorgt. Der kommt da auch noch mal dazu. Da ist jetzt wichtig, den Bacon wollen wir auf jeden Fall nicht ausbraten, sondern wir wollen eigentlich nur schon ein bisschen vorbraten, weil der muss ja jetzt dann um unsere Bohnenpäckchen herumgewickelt werden. Die nehmen wir jetzt schon mal raus. Unsere Butter kann weiter heiß werden. Und jetzt wickeln wir unseren Bacon. Schön straff um unsere Bohnen und geben die auch gleich wieder in die Butterpfanne zurück. So, unsere Soße müssen wir noch warm machen. Unser Lamm schaut schon gut aus. Das nehmen wir jetzt schon mal raus. Beim Kartoffelgratin, ja, ein, zwei Minuten können wir ihm noch geben. In der Zwischenzeit können wir uns aber dann schon mal ums Lamm kümmern. Ihr seht, das Lamm hat jetzt so eine schöne Kruste bekommen. So, jetzt schauen wir mal, ob das Lamm lässig auch was geworden ist. Ausschauen tut es ja schon mal richtig gut. Ich persönlich mag ja Lamm sehr gern. Oder weich. Kein so Aufdringling, aber trotzdem typischer Lammgeschmack. Einfach nur eingedicht. Vor allem richtig einfach zubereitet. Macht ihr euren Lammbraten lieber selber? Schreibt mir ein paar Rezepte mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr das zu Hause macht. Ansonsten unsere Lamm-Lässig-Pakete einfach online oder in unseren Geschäften bestellen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Da habe ich ja schon lange drauf gewartet. Moment mal. Ist ja gar kein Abo. Macht nichts. Abonniert ihr mich einfach, dann passt es auch wieder.